Du möchtest dein allererstes YouTube-Video machen und du möchtest gerne, dass auch dein allererstes Video professionell aussieht. Und zwar zum Beispiel so wie dieses Video. Was du auf keinen Fall möchtest, ist, dass dein erstes Video so hier aussieht. In diesem Tutorial erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du es machst, dass deine Videos gut und professionell aussehen. Ich erkläre dir, was für eine Kamera du brauchst, wie du das mit dem Filmen machst, wie du das mit dem Schneiden machst und noch einiges mehr, sodass du, sobald du dieses Video geschaut hast, sofort mit dem Filmen loslegen kannst. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, deiner Kamera. Viele Menschen fragen sich, wenn ich jetzt hochwertige Videos machen möchte, muss ich dann irgendwie gleich 5000 Euro für eine gute Kamera ausgeben? Und da kann ich dich beruhigen, das musst du nicht. Du hast deine Kamera schon in deiner Hosentasche, nämlich dein Handy. Die meisten Menschen wissen nicht, dass für ein gutes Videobild vor allem die Beleuchtung zuständig ist. Und da zeige ich dir jetzt mal ein Beispiel. Dieses Video hier zum Beispiel ist mit einer 2500 Euro Kamera gefilmt und schlechtem Licht. Und dieses Video hier ist mit einer Handykamera gefilmt, dafür aber mit gutem Licht. Du siehst, das, was wirklich wichtig ist, damit dein Video gut aussieht, ist eben das Licht. Das Licht ist so wichtig, dass ich dafür ein extra Video gemacht habe. Das findest du hier oben in den Cards. Und kurz zusammengefasst ist es einfach so, dass es wichtig ist, dass du nicht gegen das Licht filmst, sondern immer das Licht von vorne auf dich fällt. Und die einfachste Variante ist, dass du dich vor ein Fenster setzt, wo nicht direkte Sonne reinscheint, aber gut Tageslicht in den Raum kommt, sodass du gleichmäßig ausgeleuchtet bist. Wenn du abends filmst, hilft dir natürlich das Fenster nicht weiter. Da brauchst du dann wirklich starkes Zusatzlicht. Da reicht es nicht, eine kleine Zimmerlampe anzumachen. Das heißt, entweder du hast ein schönes großes Fenster oder Zusatzlicht, mit dem du filmen kannst. Einen Link dazu packe ich dir jetzt einfach mal hier unten in die Beschreibung. Also einen Link zum Zusatzlicht. Ich gehe mal davon aus, dass du Fenster schon selber hast. Zusammengefasst ist also die Beleuchtung viel wichtiger als die Kamera. Und wenn du ein Handy hast, was nicht älter als 3-4 Jahre ist, dann hast du deine Kamera schon zu Hause. Du kannst natürlich, wenn du das Geld hast, dir auch noch eine extra Kamera kaufen. Da ist es auch wichtig, ein gutes Objektiv zu haben. Natürlich macht eine teurere Kamera nochmal ein besseres Bild. Als nächstes brauchst du ein Stativ, damit dein Bild nicht wackelt. So, Stative sind super günstig, die kriegst du schon ab 20, 30 Euro und natürlich gibt es auch teurere Stative, die dann einfach noch stabiler stehen. Damit dein Bild professionell aussieht, haben wir jetzt also die Kamera, die Beleuchtung und das Stativ. Und da fehlt noch eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist dein Bildhintergrund. Wichtig ist, dass dein Bildhintergrund aufgeräumt und professionell aussieht. Das heißt, du willst jetzt nicht vor einem Wäscheständer filmen oder in der Küche vor einem Berg voll Abwasch. Wenn du all diese Sachen beachtest, dann hast du schon mal ein wirklich gutes Bild. Was aber noch viel wichtiger ist als ein gutes Bild, ist guter Ton. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Mikrofon. Ich habe ja Dokumentarfilmregie studiert und im Studium haben uns die DozentInnen immer gesagt, mit einem schlechten Bild können ZuschauerInnen zur Not leben, aber bei einem schlechten Ton schalten die einfach ab. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ein schlechtes Bild, wenn der Inhalt gut ist, dann schaue ich mir das trotzdem an, weil der Inhalt mich interessiert. Natürlich könnte das Bild noch besser sein, das wäre noch schöner, aber wenn der Inhalt interessant ist, dann kann ich das verzeihen. Wenn aber der Ton schlecht ist, total übersteuert oder quietscht oder metallisch klingt, dann ist das ein aktiver Schmerz im Ohr, ja? Dann kann ich nicht mehr richtig verstehen, was gesagt wird, dann kann ich dem Inhalt auch nicht mehr richtig folgen. Und das ist so unangenehm, dass ich mir das Video dann nicht mehr anschauen möchte. Deshalb brauchst du ein Mikrofon. Und ich würde sagen, kauf dir auf jeden Fall zuerst ein Mikrofon und Licht, bevor du Geld in eine Kamera investierst. Ich würde dir empfehlen, dass du dir ein Ansteckmikrofon kaufst, denn so ein Ansteckmikrofon hat den Vorteil, dass es sehr nah am Mund platziert ist. Das heißt, es nimmt in der Regel wirklich fast nur deine Stimme auf. Es gibt auch noch sogenannte Richtmikrofone, die kannst du direkt auf der Kamera montieren. Da habe ich aber nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, weil Richtmikrofone nehmen einfach alles auf, was in der Richtung passiert, in die sie gerichtet sind. Deswegen heißen sie auch Richtmikrofone. Und mir ist es zum Beispiel mal passiert, dass ich mich selber gefilmt habe und das Richtmikrofon zeigte auf die Wand zur Nachbarwohnung. Und beim Dreh selber habe ich gar nicht gemerkt, dass da Leute sich unterhalten haben. Aber später im Video hat man diese Unterhaltungsgeräusche so dumpf die ganze Zeit im Hintergrund gehört. Deswegen würde ich dir empfehlen, nimm lieber kein Richtmikrofon, nimm lieber ein Ansteckmikrofon.
Die gibt's schon ab 20, 30 Euro und natürlich gibt's sie auch in viel höheren Preisklassen. Ich verlinke dir einfach mal zwei hier unter dem Video. So, jetzt haben wir also alles Equipment. Das Einzige, was dir jetzt noch fehlt, bevor du anfangen kannst zu filmen, ist ein Plan. Ohne Plan sieht dein Video vielleicht gut aus, aber es wird inhaltlich vermutlich nicht so richtig überzeugend sein. Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Video. Ich wollte dir heute was erzählen, und zwar genau zum Thema Videos selber machen. Das ist natürlich eine Katastrophe, das will sich keiner anschauen. Deshalb überleg dir vorher gut, was du in deinem Video sagen möchtest und wie du das Video genau aufbauen möchtest und vor allem auch, wie dein Video starten soll. Mach dir klar, wenn dein Video nicht am Anfang schon die ZuschauerInnen packt und wirklich mit reinzieht, dann werden die allermeisten Leute einfach weiterklicken, und das ist natürlich was, was du verhindern willst. Mach dir auf jeden Fall auch für den Rest deines Videos Stichpunkte. Das muss jetzt alles nicht perfekt sein, aber denk wirklich daran, der Inhalt deines Videos ist entscheidend. Ich selbst mache ja nicht nur YouTube-Videos, sondern ich arbeite auch als Videocoach, und in der Zusammenarbeit mit meinen KundInnen ist das wirklich der entscheidende Punkt, dass wir richtig gute Themen für die Videos finden und dass diese Videothemen richtig gut strukturiert und rübergebracht sind. Und das ist wirklich das, was den Unterschied macht zwischen einem Video, was ein paar Mal geklickt wird, und einem Video, was wirklich viral geht auf YouTube. Wenn du das jetzt alles hast, herzlichen Glückwunsch, denn dann kannst du wirklich mit dem Film loslegen. Jetzt kommt eben der Part, vor dem viele Leute ein bisschen Angst haben, sich vor die Kamera zu stellen und wirklich sich zu filmen. Das ist aber gleichzeitig der Teil, der total viel Spaß machen kann. Deswegen geht es jetzt weiter mit Schritt 2, dem Filmdrehen. Wichtig ist beim Film erstmal, die Sache entspannt anzugehen, denn das ist dein allererstes Video und du musst damit wirklich keinen Oscar gewinnen, und die allermeisten Menschen sind nicht von Video 1 an total entspannt, locker und charismatisch vor der Kamera. Das ist etwas, was einfach mit der Zeit und mit der Übung kommt. Also mach einfach dein erstes Video, trau dich und nimm's locker. Hier kommen jetzt noch ein paar Tipps, damit der Dreh gut gelingt. Eine ganz wichtige Sache ist die Bildkomposition. Das heißt, achte darauf, dass deine Augen am richtigen Ort im Bild sind. Das machst du, indem du das Bild in drei horizontale Streifen teilst, und diese Trennlinie zwischen dem oberen Streifen und dem mittleren Streifen, das ist die Linie, auf der deine Augen liegen sollten. Hier siehst du mal ein Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn meine Augen zu weit oben im Bild sind. Und hier siehst du ein Beispiel, wie es aussieht, wenn meine Augen zu weit unten im Bild sind. Du siehst, eine gute Bildkomposition ist einfach total wichtig, weil alles andere einfach dilettantisch aussieht. Also achte darauf, dass deine Augen in der richtigen Position im Bild sind. Außerdem solltest du beim Film darauf achten, dass von nirgendwo störende Geräusche kommen. Hier in diesem Setting ist zum Beispiel die Herausforderung, dass direkt gegenüber von unserer Wohnung eine Kirche ist, und die schlägt jede Viertelstunde ihre Glocken. Das heißt, ich muss immer aufpassen beim Filmen, dass diese Kirchenglocken nicht mit ins Video kommen. Oder ein anderes Beispiel ist, wir haben einen Nachbarn, der sehr oft sehr gerne mit seinem Laubbläser arbeitet. Ich meine, was für eine bescheuerte Erfindung. Und da muss man natürlich auch drauf achten, denn solche störenden Geräusche kannst du später aus dem Video nicht mehr rausfiltern. Und noch ein Tipp, mach am besten gleich beim Dreh in deinem Setting ein paar Fotos. Die kannst du nämlich später für deine Thumbnails, also deine Vorschaubilder bei YouTube, nutzen. Super, jetzt hast du dein Video gedreht und kannst weitermachen mit dem Schneiden. Kommen wir also zum dritten und auch letzten Schritt, nämlich dem Videoschnitt. Auch der Videoschnitt ist nicht so kompliziert, wie viele Leute denken. Im Gegenteil, ich habe sogar gleich mehrere Kundinnen, die einen riesen Respekt vom Thema Videoschnitt hatten und die Videoschnitt inzwischen wirklich lieben. Und es geht ja bei deinem ersten Video auch nicht darum, dass du eben einen Preis für das am besten geschnittene Video des Jahres haben möchtest, ja? Es geht ja einfach nur darum, dass das eine gewisse Professionalität hat. Legen wir also gleich mal los. Der einfachste Videoschnitt besteht darin, dass du Fehler oder auch längere Sprechpausen aus dem Video rausschneidest.
Wenn du es gerne etwas komplexer machen möchtest, kannst du natürlich auch noch anderes Material wie zum Beispiel Stock-Footage einfügen, um dein Video interessanter zu machen. Dann kannst du auch noch Musik oder zum Beispiel Grafiken in dein Video einfügen. Wichtig ist hier, dass du es damit nicht übertreibst, denn wenn du jetzt ganz viele Grafiken und Musik in dein Video packst, dann wird das sehr schnell total überladen und wirkt auch so ein bisschen billig. Und die ZuschauerInnen können sich so auch nicht mehr auf die Inhalte deines Videos konzentrieren. Ein weiterer Hinweis an dieser Stelle: nutze bitte, bitte, bitte keine Trickblenden. Das sind Blenden wie diese hier oder auch diese hier. Das sind ebenso Blenden, die mich persönlich erinnern an PowerPoint-Präsentationen der 90er Jahre. Das wirkt einfach nicht seriös. Was du stattdessen möchtest, sind saubere, harte Schnitte an der richtigen Stelle. Wenn du Musik für deine Videos nutzt, achte darauf, dass sie auf keinen Fall zu laut ist. Wenn sie nämlich zu laut ist, kann man deinen Inhalten nicht mehr richtig folgen und das ist auch ein Grund, weshalb Leute weiterklicken. Ich würde dir raten, für den Videoschnitt am besten ein gutes Tutorial anzuschauen. Ich habe auf meinem Kanal hier zum Beispiel auch ein Videoschnitt-Tutorial zum Schnitt mit der Software Adobe Premiere Rush. Es gibt unterschiedliche Schnittsoftware, die unterschiedlich teuer ist. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier unter dem i oder auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Eine Alternative ist natürlich auch, dass du den Videoschnitt outsourcest, wenn du über die finanziellen Mittel verfügst. Es gibt sehr, sehr viele wirklich gute Cutter und Cutterinnen, die Videos einfach 10-mal besser schneiden können als du und das kann eine wirklich sinnvolle Investition sein. Mit meiner YouTube-Beratungsfirma Juvida machen wir es zum Beispiel so, wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten, dass wir den Videoschnitt übernehmen, dass das Cutter und Cutterinnen machen, die so richtig auf YouTube spezialisiert sind und die einfach Videos daraus schneiden, die auf einem Top-Level sind und wo es einfach richtig Spaß macht, die anzuschauen. So, und wenn dein Video fertig geschnitten ist, dann ist dein Video fertig. Herzlichen Glückwunsch, dein erstes Video ist geschafft. Damit es jetzt noch ein YouTube-Video wird, müsstest du es natürlich noch auf YouTube hochladen. Und das ist so ein Schritt, vor dem drücken sich super viele meiner Kunden und Kundinnen. Und an der Stelle möchte ich dir einfach sagen, perfekt, unperfekt ist das, worum es hier geht. Du hast jetzt super viele Tipps und Tricks von mir gehört. Wenn du die halbwegs gut anwendest, dann wird dein Video schon auf einem wesentlich besseren Level sein als die meisten anderen Videos da draußen. Also trau dich und veröffentliche dein Video. Und auch beim Hochladen auf YouTube kann man noch auf ein paar Sachen achten und sollte man auch. Was das genau ist, das erkläre ich dir aber in einem anderen Video. Und jetzt möchte ich dir noch ein ganz, ganz wichtigen Tipp mitgeben, der wichtigste Tipp dieses ganzen Videos. Und zwar passiert es mir als Videocoach immer wieder, dass ich Leute höre, die sagen, ja, also ich möchte ja gerne einen YouTube-Kanal anfangen, aber meine Website ist ja noch gar nicht fertig. So, dann macht ja gar keinen Sinn, dann einen YouTube-Kanal zu starten. Oder, ja, ich brauche doch erst noch eine bessere Kamera. Oder auch, ja, ich ziehe bald um, ich habe da ein neues Büro, da ist der Bildhintergrund viel schöner, dann fange ich an mit YouTube-Videos. So. Und ohne Witz, ich höre das so oft und meine Erfahrung ist einfach, was dahinter steckt, ist Angst. Die allermeisten Menschen haben einfach Angst davor, sich selbst zu filmen, das dann hochzuladen, sodass es die ganze Welt sehen kann, weil das einfach ein Prozess ist, der herausfordernd ist und das ist ganz normal. Deshalb würde ich dir aber sagen, warte nicht auf den perfekten Moment, denn der wird nie kommen. Der perfekte Moment kommt nie. Wenn du auf den wartest, wirst du nie einen YouTube-Kanal starten. Und es wäre so schade, wenn das, was du zu sagen hast und das, was du kannst, weiterhin unsichtbar bleibt. Deswegen stell dich dem, mach's einfach, mach ein Video, was perfekt, unperfekt ist, dein erstes Video. Und ohne Witz, du kannst so stolz drauf sein, wenn du das schaffst, weil dann schaffst du nämlich was, was, ich würde mal sagen, 9 von 10 Leuten, die vorhaben, einen YouTube-Kanal zu starten, nie zu Wege bringen. Trau dich, mach dein erstes Video, lad es hoch. Und wirklich, es wird ein tolles Gefühl sein am Ende, denn du hast da wirklich dann was geschafft, auf das du stolz sein kannst. Ich wünsche dir viel Glück und vor allem ganz viel Spaß dabei.